Ja, Hans Kossmann, eine bittere Niederlage heute gegen Kloten. Was ist Ihre Analyse von dem Spiel? Ich glaube, dieses Spiel ist schnell verloren gegangen. Uns hat das Emotionen und ich weiß nicht warum. Vielleicht waren wir zu viel beim Überlegen und zu wenig gelaufen, aber Kloten hat sofort am Anfang einfach zwei, drei schnelle Auslösungen gemacht und wir sind fast statisch gewesen und die haben das kaltblütig ausgenutzt, manchmal glücklich, manchmal auch mit ihrem Können und leider heute haben wir nichts dagegen zum Halten und das ist schade, weil ich glaube heute die Mannschaft hat hart gekämpft jetzt seit anderthalb Monaten und nicht immer glücklich, aber trotzdem zusammengehalten und hart gearbeitet. Und heute waren wir irgendwie einfach platt und haben das nie können irgendwie umkehren. Aber eben, Sie haben es gesagt, wieder schnell in den Rückstand geraten. War die Mannschaft nicht bereit oder ist das ein typisches Phänomen diese Saison, dass man sehr schnell in den Rückstand gerät? Ja, es ist komisch, weil wir haben eigentlich viele Typen in unserer Mannschaft, wo sind eher kämpferisch Typen und so. Und ich habe gedacht, heute Mittag Training war sehr seriös, sehr schnell, guter Pass gespielt und ich habe erwartet, dass wir so starten heute. Aber wie ich sage, der erste Einsatz und sofort die erste Linie von Kloten hat können ein Tor schießen und irgendwie waren wir wie gelähmt und dann sofort der zweite und dann, ich glaube, haben ein bisschen probiert, etwas dagegen machen und dann ist dieses dritte Tor gefallen und nachher haben wir einfach, ich glaube, wie ich sage, die Mannschaft, alle, die arbeiten gut zusammen, die will es gut machen, aber dieses Abend mit der 3-0 war irgendwie zu viel, irgendwie haben wir nie können Emotionen im Spiel bringen. Was können Sie als Trainer machen mit so einer Situation? Haben Sie sowas schon mal erlebt, wie Sie jetzt diese Saison mit Ambri erleben? Ja, es ist natürlich sehr frustrierend, weil die Gruppe ist eigentlich eine super Gruppe und die kommen gut aus miteinander. Wir haben mehrfach sehr gut gearbeitet, aber es ist halt so. Momentan unsere Überzahl schießt kein Tor und unsere Top-Spieler haben große Mühe im Schwarz treffen und natürlich, das setzt eine ganze Truppe unter Druck und ich glaube, dieser Druck spürt die ganze Mannschaft jetzt seit anderthalb Monaten und irgendwie heute war das eins zu viel und vielleicht für diese Pause jetzt müssen wir das genießen und irgendwie neue Leben hineinbringen und wieder neu Start machen und hoffentlich, wir haben auch Hufe Verletzte und abwesend heute und irgendwie war es einfach ein Match zu viel heute. Viele Fans bemängeln, dass die Mannschaft mit zu wenig Herz dabei ist, dass man nicht für das Leibchen spielt, sondern man spielt einfach, es sind fast keine Emotionen drin. Auch heute wieder sehr wenige Strafen. Woran liegt das? Ja, und das ist ein Teil von dem Problem, oder? Man sieht, wir haben große Mühe, uns überhaupt Strafe provozieren, oder? Und das ist manchmal, wir haben auch über das diskutiert mit unseren Stürmern, dass wir muss die Gegner viel mehr unter Druck setzen und viel mehr Zweikämpfe vor dem Tor machen und diese zweite, dritte Torchance versuchen unterbringen. Und das passiert zu wenig, aber wie ich sage, ich muss jetzt ein bisschen über das erst schlafen, analysen und weil ich kann nicht sagen, dass die Mannschaft hat nicht hervorragend gearbeitet oder gekämpft der letzte Monat hier. Das war natürlich ein bitterer Abend heute und dafür müssen wir jetzt leben und hoffentlich ein paar gute Lösungen finden von diesem Match. Natürlich ist der Trainer auch immer ein Thema, wenn es der Mannschaft nicht so gut läuft. Wie gut schlafen Sie im Moment? Ich bin schon lange in diesem Geschäft und ich weiß, es ist einfach frustrierend, weil ich habe das Gefühl, wir machen vieles richtig, aber bekommen sehr, 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 sehr wenig Lohn dafür. Und wie ich sage, wenn deine Powerplay kein Tor schießt und deine besten Spieler haben Mühe und Schwarz treffen, das setzt die ganze Truppe unter Druck, 5 gegen 5 und die haben super nachgehalten bis jetzt, oder? Und irgendwie heute mit diesem schnellen Rückstand, das hat uns wirklich die Beine weggenommen und wir haben nie können Emotionen im Spiel bringen und natürlich Kloten aus der Mannschaft, wo es läuft momentan, die haben ein paar Leaders, wo spielen hervorragend und die lassen auch nichts zu brennen.
eben vieles wird wahrscheinlich im Kopf liegen. Arbeiten Sie auch mit einem Mentaltrainer, um aus dieser Situation rauszukommen? Well, ja, dieses Jahr arbeiten wir mit einem Mentaltrainer und ich bin froh. So, you know, es ist nicht wie, wir haben nicht alles unternommen, dass es funktioniert, oder? Und wir haben gute Leute innerhalb der Mannschaft, gute Staff und alle arbeiten gut, aber, you know, am Schluss, man muss gewinnen, das bin ich selbstbewusst.